Hi, Hallo. liebe Geschwister und Freunde. Wir haben ja neulich schon angefangen mit dem Buch Prediger Salomo, auf Hebräisch Kohelet, unsere ultra wichtigen Videos hier zu machen. Und heute sind wir bei Kapitel 3. Und da hatte ich schon mal eine Rockgruppe aus den 70er Jahren sehr schön dazu geäußert. Und dementsprechend singen wir also teilweise aus Traditionsbewusstsein, aber vor allem, weil es halt wirklich die pure Wahrheit ist, folgendes. To everything turn, there is a season turn, and the time to every purpose under heaven. A time to mourn, a time to die, a time to plant, a time to reap, a time to kill, a time to heal, a time to love, a time to weep. 'Cause there is a rhythm there to everything. Turn. There is a season. Turn. And a time to every purpose under heaven. A time to build up, a time to break down, a time to dance, a time to mourn, a time to cast away stones, a time to gather stones together. To everything, turn, there is a season, turn, and time to every purpose under heaven. A time of love, a time of hate, a time of war, a time of peace, a time you may embrace, a time to rave from a to everything, turn. There is a season, turn. And time to every purpose under heaven. A time to gain, a time to lose, a time to rent, a time to sue, a time for love, a time to hate, a time for peace. I swear it's not too late. Ja, das ist ja schön, gell? Es ist sehr zufrieden gäbe. Momentan sieht es nicht so aus. Also im Moment machen ja einige Leute ziemlich viel Werbung für Krieg. Ja, vor allem die Grünen. Die auch mal gesagt haben, dass sie gegen Krieg sind. Die Friedenspartei der Grünen. Sobald du da... Ja, genau, brauchen wir es nicht. Die ist keine Grüne. Und okay, das war's. Ja, schon. Also man kann gerade am Buch Prediger Salomo feststellen, dass sich eigentlich gar nicht so viel verändert hat in den letzten 6000 Jahren. Ich fange einfach mal an vorzulesen. Prediger Salomo, Klammer auf, Kohelet, Klammer zu, Kapitel 3. Also jetzt kommt das, was wir gerade eben auf Englisch gesungen haben. Alles hat eine bestimmte Stunde. Und jedes Vorhaben unter dem Himmel hat seine Zeit. Geboren werden hat seine Zeit und sterben hat seine Zeit. Pflanzen hat seine Zeit und das gepflanzte Ausreißen hat seine Zeit. Töten hat seine Zeit. Da sage ich dann noch was zu. Also das habe ich leider gewundert. Und heilen hat seine Zeit. Zerstören hat seine Zeit und bauen hat seine Zeit. Weinen hat seine Zeit und Lachen hat seine Zeit. Klagen hat seine Zeit und Tanzen hat seine Zeit. Steine schleudern hat seine Zeit und Steine sammeln hat seine Zeit. Umarmen hat seine Zeit und sich der Umarmung enthalten hat auch seine Zeit. Suchen hat seine Zeit und verlieren hat seine Zeit. Aufbewahren hat seine Zeit und wegwerfen hat seine Zeit. Darüber kann meine Frau sehr viel erzählen nachher, weil ich mich ein bisschen schwer tue, damit mich von Büchern zu trennen, die ich sowieso nie lese. Zum Beispiel. Also meine Frau ist im Wegwerfen besser als ich. Es sind nicht nur Bücher, die du sammelst. So. Ja, auch satanische T-Shirts und so weiter. Ja.
was man halt braucht, wenn man irgendwie durchkommen will. Ja. Zerreißen hat seine Zeit und Flicken hat seine Zeit. Schweigen hat seine Zeit und Reden hat seine Zeit. Lieben hat seine Zeit und Hassen hat seine Zeit. Krieg hat seine Zeit und Frieden hat nun seine Zeit. Was bleibt nun dem Schaffenden von dem, womit er sich abmüht? Ich, also sagt Salomo, ich habe das mühselige Geschäft gesehen, das Gott den Menschenkindern gegeben hat, damit sie sich damit abplagen. Also jeder Mensch merkt ja irgendwann im Leben, also irgendwas stimmt ja nicht. Also entweder bin ich verrückt oder alle anderen sind verrückt. Die Wahrheit ist halt, dass wir alle vom rechten Weg abgekommen sind. Salomo hat es im hohen Alter dann auf seine Art kapiert und der hat also wirklich alles gehabt, was man braucht, um sich kaputt zu machen. Aber so viel ich weiß, mindestens 80 geworden. Hast du geguckt? Nee, weiß ich nicht. Nee, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt beweisbar ist. Ja. Also wie gesagt, ich bin nochmal bei Vers 10. Das mühselige Geschäft, das Gott den Menschenkindern gegeben hat, damit sie sich damit abplagen. Eine Folge des Sündenfalls. Und du und ich und sie, wir hätten genauso in die Frucht reingebissen, weil wir es unbedingt wissen wollten. So sind wir Menschen. Er hat alles vortrefflich gemacht zu seiner Zeit. Auch die Ewigkeit hat er ihnen ins Herz gelegt. Nur dass der Mensch das Werk, das Gott getan hat, nicht von Anfang bis zu Ende ergründen kann. Das hat unter anderem damit zu tun, dass die durchschnittliche Lebenserwartung von den Menschen in Mitteleuropa ein bisschen mehr als 80 ist und Gott ewig lebt. Ich habe erkannt, dass es nichts Besseres unter ihnen gibt, als sich zu freuen und Gutes zu genießen in seinem Leben. Doch wenn irgendein Mensch isst und trinkt und Gutes genießt bei all seiner Mühe, so ist das auch eine Gabe Gottes. Da sollte man vielleicht mal erwähnen, dass Dankbarkeit wirklich zur Glückseligkeit führen kann. Also nicht immer bloß, also erstens mal nicht immer bloß dann anfangen zu beten, wenn es einem scheiße geht, sondern den Tag ganz bewusst mit seinen Stärken und Schwächen mit Gott beginnen. Und ich empfehle ganz dringend Dankbarkeit, Dankbarkeit, Dankbarkeit. Und vor allem Bescheidenheit, dass nicht das alles mal haben wollen und so, was ja, es gibt, sondern einfach sich begnügen mit gewissen, mit dem, was man eben hat. In Deutschland haben wir genug zum Leben, alle. Die Fantastischen Vier, eine Rap-Gruppe aus Stuttgart, haben mal in einem Text, ich weiß nicht mehr, auf welcher Platte das war, wahrscheinlich auf der vierten Dimension, egal. Das Geld, das du nicht hast, kauft dir das, was du nicht brauchst. Mhm. Und haben sie recht gehabt. Das kann man so ausdrücken, ja. Ich habe erkannt, dass alles, was Gott tut, für ewig ist. Man kann nichts hinzufügen und nichts davon wegnehmen. Und Gott hat es so gemacht, damit man ihn fürchte. Das heißt jetzt nicht, dass man rund um die Uhr Angst vor Gott haben soll, sondern also Gott hat ja ein Friedensangebot gestellt vor ungefähr 2000 Jahren. Also du kannst ja jederzeit sagen, okay Gott, du bist stärker als ich und bitte zeig mir jetzt mal, wo es lang geht. Die meisten Menschen denken erstmal, sie selber haben es voll gecheckt oder so. Und also es heißt, dass Gott, es steht in der Bibel drin, dass er bei jedem dreimal anklopft? Ich glaube schon, ja. Also im Alten Testament. Aber das finden wir jetzt nicht. Im Alten muss ja, wahrscheinlich nicht. Dreimal. Also das ist irgendwie so das Geheimnis zwischen Zeit und Ewigkeit. Und also der Punkt, wo sich Zeit und Ewigkeit begegnen, ist die Gegenwart. Es gibt nur die Gegenwart. Was da ist, das ist schon vor Zeiten gewesen. Und auch was sein wird, ist schon vor Zeiten gewesen. Und Gott sucht das Vergangene wieder hervor. Und das schreibt der Genosse vor, wann waren das überhaupt? Sohn von David. 3000 vor Christus oder so? Ungefähr, ja, genau. 3 oder 4000 vor Christus. Oh, nee, du meinst 3000 vor heute.
Ach so? Noch, also nicht später als 931 vor Christus. Ungefähr 1000 vor Christus. Ungefähr 1000 vor Christus. Ich muss den Vers nochmal wiederholen. Prediger 3, Vers 14. Ich habe erkannt, dass alles, was Gott tut, für ewig ist. Man kann nichts hinzufügen und nichts davon wegnehmen. Und Gott hat es so gemacht, damit man ihn fürchte. Dass es Gott gibt. Ich habe eine ganze Weile als Gärtner gearbeitet. Und also das ist garantiert kein Zufall. Also da hat nicht irgendwann mal, ist da irgendwann mal eine Scheune abgebrannt und dann sind aus Zufall ungefähr 2 Millionen Pflanzen entstanden. Ein Auto entsteht auch nicht, indem man ein bisschen Glas, ein bisschen Metall und ein bisschen Gummi in eine Werkstatt reinschmeißt und dann dafür betet, dass da nachher ein Porsche rauskommt. Und allein, was Gott in der Schöpfung alles, also wir haben es heute Morgen schon über Fledermäuse gehabt, sodass die in Ultraschall fliegen, das ist ja echt, konnten die ja schon, bevor die Menschen das konnten. Also die Menschen haben es ja von denen abgeguckt. Also es gibt, ich interessiere mich für Jagdflugzeuge. Die Feder vom Tierreich, ja. Ja sicher, man kann ja von allem was lernen. Jesus sagt selber, wir sollen listig sein wie die Schlange, aber eben auch arglos wie die Tauben. Und Gott sucht das Vergangene wieder hervor. Und das hat er ja gerade eben schon gesagt, der Salomo, der anscheinend ziemlich viel über das Leben nachgedacht hat. Es ist eigentlich nur eine Wiederholungsschleife. Also die Technik hat sich natürlich weiterentwickelt. Aber der Mensch, da würde ich sagen, der degeneriert sogar. Es gibt Leute, die glauben, sie leben gesund, indem sie mit einer Maske auf dem Fahrrad sitzen. Dabei ist es lebensgefährlich. Für Asthmatiker auf jeden Fall. Ja, also, naja, möglicherweise haben wir das Thema hinter uns. Ja, ich hoffe es. So, hiermit überreiche ich das Schwert meiner Gattin. So, wo sind wir denn? Ab da? Ja. Und weiter sah ich unter der Sonne an der Stätte des Gerichts, da herrschte Ungerechtigkeit. Ja, Ungerechtigkeit herrschte an der Stätte des Rechts. Da sprach ich in meinem Herzen, Gott wird den Gerechten wie den Gottlosen richten. Denn er hat dort eine Zeit bestimmt für jedes Vorhaben und für jedes Werk. Ich sprach in meinem Herzen, es geschieht wegen der Menschenkinder, damit Gott sie prüfe und damit sie einsehen, dass sie an und für sich wie das Vieh sind. Denn das Geschick der Menschenkinder und das Geschick des Viehs ist ein und dasselbe. Die einen sterben so gut wie die anderen und sie haben alle denselben Odem. Und der Mensch hat dem Vieh nichts voraus, denn es ist alles nichtig. Alle gehen an denselben Ort, alles ist aus dem Staub geworden und alles kehrt auch wieder zum Staub zurück. Wer weiß, ob der Geist des Menschen aufwärts steigt, der Geist des Viehs aber abwärts zur Erde führt? So sah ich denn, dass es nichts Besseres gibt, als dass der Mensch sich freue an seinen Werken, denn das ist sein Teil. Denn wer will ihn dahin bringen, dass er Einsicht in das gewinnt, was nach ihm sein wird? Eben. Also es wäre schon wichtig, darüber nachzudenken. Und, ja. Also Gott selber vergleicht uns mit Vieh. Ich glaube, das ist der Salomo. Ja gut, das ist also aus der Sicht von Salomo, aber der hat ja seine Weisheit von Gott gekriegt. Also ganz blöd war er nicht. Ja gut, wir sind schon, also Gott hat gesagt, wir sind die Krone der Schöpfung, dass die Menschen. Dass sie an für sich wie das Vieh sind. Er behauptet tatsächlich, dass das Geschick der Menschenkinder und das Geschick des Vieh ist ein und dasselbe in Vers 19. Also was wir mit den anderen, also mit allen anderen Lebewesen gemeinsam haben, ist, dass unsere äußerliche Hülle sterblich ist. Also bis jetzt gab es nur 2 amtlich bestätigte Dinge, aber das gilt auch nur für die, die an die Bibel glauben, dass jemand ohne zu sterben gen Himmel gereist ist. Also ich würde auch mal sagen, jetzt... Warte mal, aber ich muss mit den Viechern noch durchkriegen. Ja, das will ich auch noch sagen, dann kriegen wir was. Es gibt also schon ein paar Unterschiede zwischen Menschen und anderen Säugetieren. Ja. Also ich glaube, das Entscheidende ist, dass wir uns
bewusst dafür entscheiden können, was Böses zu tun. Mhm. Und das zweite ist die Sprache. Und das dritte ist, dass wir eine Beziehung zu Gott haben können. Das können Tiere nicht. Tiere sind automatisch mit Gott verbunden. Weiß ich nicht. sie folgen nur ihrem Instinkt. Ja, eben. Man kann sie vielleicht ein bisschen dressieren. Das ist was anderes. Aber es gibt Menschen, auf jeden Fall, die sind wie Tiere. Die verhalten sich wie Tiere. Also es gibt Menschen, die sind Kannibalen zum Beispiel. Ja. Es gibt Menschen, die machen widerlichste Dinge. Es wird vieles aufgedeckt mit dem pädophilen Ring und so weiter. Also es ist wirklich furchtbar. Da denken sie, sie sind nur triebgesteuerte Wesen. Das sind keine Menschen in dem Sinn. Für mich sind es keine Menschen mehr. Das sind für mich schon Tiere. Also wenn sie echt ein Kind quälst, um Spaß zu haben oder so, das ist für mich nicht nur sadistisch, das ist für mich natürlich tierisch fast schon zu milde ausgedrückt. Ich glaube, Tiere machen das ja nicht zum Vergnügen. Die würden nie zum Vergnügen anzutöten. Aber der Mensch ist die größte Bestie. Also weißt du, was richtig cool ist? Ich wollte jetzt nochmal ausführen, der Mensch ist die größte Bestie. Ihr seid auch so von den Ärzten so ein Titel. Die Bestie in Menschengestalt. Die Bestie in Menschengestalt. Und das sehe ich wirklich so. Die Menschen können wirklich bewusst so böse Dinge tun, abgrundtief böse Dinge, dass andere leiden müssen und dann ergötzen sie sich noch daran. Also ich habe noch nie gehört, dass ein Schimpanse einen Leopard-2-Panzer gefahren hat. Ja, und behauptet, sie wären eine Friedenspartei und wollen Kriegsgeräte liefern. Ich muss immer wieder drüber reden, weil es ist furchtbar, was die da gerade anständig machen. Ein paar Leute schauen es ja uns jetzt aus. Alleine die Impfung, die Gänse, die sind nicht Gottes Kunstbranche, sondern nicht ein teuflisches Werk sein. Ja, die Impfung ist ein teuflisches Werk, ja. Ist das gemeint? Olaf Steckmann, ich bin mir nicht ganz sicher, wie du das jetzt meinst. Also wir beide sind ungeimpft und bilden uns darauf auch tierisch was ein. Und ja, weil also, bewusst, dass es nicht gut sein kann. Also uns fällt es schon auf, dass die Todesrate gestiegen ist. Mhm. Komischerweise beim Geimpften. Ja. Ich sag leider, ja. Und die wollen ja besser. Da ist schon so viel schiefgelaufen in den letzten 6000 Jahren. Und jetzt leben wir anscheinend da gerade in der Endphase, oder wie das heißt. Also die Elite ist auf jeden Fall nicht den Menschen wohlgesinnt, so mehr sage ich nicht. Ist wirklich furchtbar, was sie hier im Kopf haben und durchführen wollen. Ich finde, drauf reinfallen. Auch gebildete Menschen fallen dort drauf rein. Das ganze Gedöns. Zwischensingen. Wie ist das? 13. Das Lied, das wir jetzt versuchen zu singen, weil ich komme da immer, ich weiß da manchmal nicht, ob ich hoch oder tief singen soll. Ich bleibe da meistens tief, weil ich da weniger Fehler mache. Und das Lied heißt Menschen. Mhm. Von einer Glaubensschwester, die ich persönlich kenne, geschrieben. Saugute Musikerin. Spielt mindestens 20 Instrumente. Ich erzähle keinen Scheiß. Und das Lied von ihr, das hat mir so gefallen, habe ich gesagt, also komm, also ich bezahle alles, aber ich will das Lied ab und zu singen dürfen und so. Und falls es ein Hit wird, dann haben wir uns schon drauf geeinigt, das muss halt irgendwie so laufen, so also aus dem fahrenden Zug einen Geldkoffer runterschmeißen und sie fängt dann auf. So. Also, aber ich verlange kein Tantieme. Habe so lange geredet, Worte so süß und so fein. Ich glaube, niemand hätte wirklich gedacht, auch ich könnte ein Arschloch sein. Denn solange es nicht hart auf hart kommt, weiß ich nicht, was in mir steckt. Schon eine Mini-Krise um mein anderes Ich ist geweckt. Habe so lange geredet, Hände dabei im Schoß. Und irgendwann taucht dann die Frage auf, was ändert sich dabei groß? Habe so lange gebetet, viel und innig und laut. In Wirklichkeit habe ich meinem Gott das meiste gar nicht zugetraut. Beten ohne zu handeln, fahren ohne zu gehen, fragen ohne zu hören,
vorm Fernseher zum Beispiel. Ja. Essen ohne zu kauen, schlafen ohne zu ruhen, schlucken ohne verdauen und immer viel zu tun. So sind wir Menschen, Menschen, was sind wir? Ein höheres Wesen oder ein besseres Tier? Menschen, Menschen, wo führt das noch hin? Ist mir fast heilig, dass ich auch einer bin. Muss ich da nicht vielleicht was ändern? Wie war ich ursprünglich gedacht? Und habe ich noch eine Chance? Gott hat einen Vorschlag gemacht. Ich weiß noch ganz gut, wie er sagte. Jedes Mal lief eigentlich schräg. Er sagte immer wieder, klopf dir den Staub aus den Kampfklamotten und mach dich einfach wieder auf den Weg. Für uns Menschen, Menschen gibt es ein Ziel. Die höchste Instanz, die mit uns reden will. Ja, für die Menschen, Menschen führt es dahin. Und wenn ich die Wahl hab, na dann will ich dahin. Für die Menschen, Menschen gibt es ein Ziel. Die höchste Instanz, die auch für uns sorgen will. Ja, für die Menschen, Menschen führt es dahin. Und weil ich die Wahl hab, will ich dahin. Gell? Ja. Gott ist ein Gebet entfernt. Ja. Wir haben es beide ausprobiert. Das heißt nicht, dass dann alles, also gerade in dem Lied, da hieß es ja eben, ich weiß noch ganz gut, wie er sagte, und jedes Mal lief einiges schräg. Also ich würde sagen, ich habe einen ziemlich umfassenden Bekanntenkreis, aber einen normalen habe ich darunter nicht gesehen. Also ich kenne nur Leute, bei denen irgendwann mal irgendwas schiefgelaufen ist. Es gibt nichts anderes. Und es hat wahrscheinlich damit zu tun, dass wir Menschen sind. Ja. Naja, ich bitte dich einfach, dass du mit uns weiterarbeitest und so. Hier sind Herz und Hand. Und egal, wer das Video sich jetzt auch anguckt oder so, es ist dann unsere Art, für dich Reklame zu machen, weil wir halt absolut davon überzeugt sind. Ja. Amen. Amen. Seid mega fett gesegnet. Jesus Freaks Kurpfalz. Bye.